Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel Coop. Folgendes: Ich reagiere heute auf ein Video, wo ich mir dachte, das ist da bestimmt ein Fake. Vielleicht ist es aber auch real. Ich würde sagen, wir werden einfach mal reinschauen und gucken, was dort passiert. Und zwar soll wohl angeblich, laut des Titels erkenne ich das jetzt so und begreife es so in dem Sinne, für 5000 Dollar soll diese Frau sich was auf die Stirn tätowieren. Ich habe schon mal, also unten das Logo gesehen von dem YouTube-Channel, wo wir uns das Video von angucken, also wo wir drauf reagieren. Und ich glaube, das ist sozusagen das Logo, was sie auf die Stirn bekommt, wo ich mir denke, krass, also wenn es wirklich echt ist, dann, Alter, hast du einen Schaden? Wir gucken mal rein. Bis gleich vor der Linse. So, laut dem Titel können wir es sehen, es ist irgendein Part 2, sprich, ich denke mal, es geht auf diesem YouTube-Channel darum, dass Sachen angeboten werden für Geld. Und ja, sie soll ein Tattoo bekommen auf dem Schädel, mitten auf der Stirn und für 5K. So, dann gucken wir mal rein. Was ist denn jetzt los? Pěkný den přeji, já jsem Martin. Taky, jest tady náhoj. Máte chvilku? No, tak chviličku. Já se chci zeptat, co by se všechno udělala za peníze v dnešní době? Tak o tom bych musela přemýšlet a záleží kolik. Nejedná se o erotiku. No. Ale jedná se třeba o to, kdyby se si naší webovou stránku nechala vytetovat třeba na čelo. Okay, krass, erzählt es also wirklich jeden so. Ich denke mal, fragt er jeden auf der Straße, wer sein Webseitenlogo haben will oder beziehungsweise von seinem YouTube-Channel das Logo. Ich glaube, so heißt auch der YouTube-Channel irgendwas aus Tschechien oder so, wenn ich es jetzt so richtig erkenne, oder Slowakei oder so. Was war nochmal CZ? Ich glaube ja. Auf jeden Fall sprachenmäßig merkt man schon, dass es so in die Richtung da geht. Und ja, mal gucken, ob er ihn findet. Also ich glaube immer noch nicht dran. Ich glaube, das ist nicht real. Weil, Alter, für 5000 Euro sich einfach so den Kopf, die Stirn quasi zu tätowieren lassen, wo jeder hingucken kann, niemals, kann ich mir nicht vorstellen. Was ist denn dobrý peníz? Habe ich mal nabít 20.000 Korun? To je malinka to. To ne, to by bolelo, to jako, ne, ale jako vážně teďka, jo. No, a já čo mám tatu? Bolí to všechno, ale peníze potřebujete, ne? Určitě. Ale 20 je hrozně málo. Málo? No, samozřejmě. Takže vy mi vlastně říkáte přidej. Svým způsobem? Já vám nabídnu 40.000 korun. Jako o tom se dalo přemýšlet, ale pořád to je málo. A to bude jako nastálo. Nastálo. Ne, já bych plakala. Plakala bych. Nemůžu. A, ok. Tak já zkusím ještě. Also laut, wie ich das jetzt hier unten gelesen habe, ich kann übrigens null Englisch, aber irgendwie anscheinend doch, ich weiß es nicht genau, aber es ist permanent. Aber permanent bedeutet ja trotzdem, dass es mindestens 2 bis 3 Jahre drauf bleibt und langsam erst mit der Zeit verblasst. Also wenn ich es jetzt gesehen habe, ich weiß nicht, ob das not permanent stand oder no permanent, aber ich bin der Meinung permanent. Ja. Ne, já už ne, nechci. Vemte si do ruky, mějte se na to. No. Ajde. Oni to. Voněj. Není se voněj všem. No, tak povídejte. Je to hezký, ale já vás asi zklamu. Nechcete? Ne. Dobře, no, tak já to teda zkusím jít jinde, no. Tak jo, díky, sorry, díky, ahoj. Sačno. Je abgelehnt. Dobrý den. Mám takový dotaz. No, povídejte. Kolik byste si vzal peněz ode mě, kdyby jsem vám položil takovou otázku, které se říká, nechejte si vytetovat na hlavu naší webovou stránku. Tak to je docela... Já vám nabídnu 20.000 korun. To je málo. Je to málo? Dobře, nabídnu 40.000 korun. Ne. 40.000 korun za vytetování na čelo naší značky Freema. Naší webové stránky Freema. To bude hrozně bolo, to fakt ne, hele. Dobře, nabídu 50.000 korun. To fakt málo. Fakt ne? Ne. Poslední slovo. Poslední slovo ne. Dobrá. Co děláte srandu, ne? Nedělám, já vám pak těch 100.000 korun dám. Nemám tady. Jdete do toho? Nemůže se stát, že byste v polovině odešli. Samozřejmě, jsem počítal. Bude bolet, bude to bolet. 100.000 korun vám dám. Hned na ruku, jak se začne tetovat. Souhlasíte s tím? Ano. Ano? Ano. A teď mi řekněte. Jetzt plötzlich macht sie das?
Ich weiß ja schwer, ich hab das Real, ey. Co budete dělat s těma penězi? Nevím, nic mě teď nenapadá. Jak s tím naložíte? Řekněte mi to. Tak asi si jdu zařídím byt. Ich meine, man erkennt schon ein bisschen, dass es eine Bratze ist und die auf jeden Fall, ja, ich glaube, die ist schon geldgeil. Also, weiß nicht, wie kommt die auf jeden Fall schon mal so rüber, obwohl ich nicht ein Wort verstehe, was jeder labert, aber vom Optischen her, finde ich, spricht mich das jetzt so an wie, ja, das Bratzen-Style. Money, money, money. Víte sám do kamery, ať vidíme do star. Takže byt. Máte děti? Mám dvě. Máte dvě děti, to se hodí. A teď mi řekněte, máte zkušenosti s tetováním? Ne. Nemáte ještě, jo? Ne. Jste čistá. A jde nicht ein Tattoo. Bude to asi hodně bolet, co? Tady spíš o tu bolest nejde, ne? Nebo ne? Tak. Jdem. Máme tady sleč. OK. Ist auf jeden Fall schon mal tatsächlich ein Tattoo-Studio. Alien Tattoo kenne ich tatsächlich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt direkt das Studio ist. Ist, glaube ich, so eine Kette und also, da sind auch krasse Tätowierer am Start. Ich glaube aber nicht, dass es direkt das Tattoo-Studio ist. Wir gucken mal weiter. Also, wie wir gerade gesehen haben auf dem Handy, so wie es hier oben schon angedeutet ist, so als Logo, das soll sie auf die Stirn bekommen. Alter, das ist schon echt heftig. Für 100.000, Slowakei, Tschechien, Peseten, umgerechnet anscheinend $5,000. A máme tu krásný kovereček, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Počítáme poslední 10 tisíc, jo tak? Takže přátelé, 100 tisíc korun. Vom Style her muss ich sagen, mit dem Tattoo-Studio, ich finde es ganz schön, sieht ganz schön enger aus. Aber es gibt voll viele Tattoo-Studios, die echt so ein bisschen kleiner sind. Ja, sieht irgendwie so vollgeräumt aus. Wasserspende. Also wie es aussieht, ich habe gerade nochmal das Bild gesehen, da ist auch nochmal ein Alien-Tattoo-Poster gewesen. Ich glaube echt, das ist Alien-Tattoo. Da gibt es ein paar krasse Künstler auf jeden Fall. Bin ich der Meinung, habe ich mal irgendwo gesehen. Pause. Alter, das ist für eine alte Liege. Oh, sehr gut. Sehr gutes Foto, beziehungsweise gut angehalten. Ja, geil. Was ich immer hasse in einem Laden, für mich persönlich halt, also ich mag das überhaupt nicht, wenn diese ganzen Skizzen, Stencils, die du vorbereitet hast, ja, hier im Hintergrund diese Papierblätter auf dem DIN A4-Blatt oder manchmal auch hier kleiner, wie ich gerade sehe, wenn die überall rumhängen, ja, das, ich finde das voll eklig, weil irgendwann rollen die sich ein nach einer Zeit, überhaupt nicht mein Style, könnte ich so nicht mitleben, würde ich eine Macke kriegen. Hinten haben sie auf jeden Fall schon mal so eine Geräte, womit du die Nadel wieder steril bekommst, beziehungsweise Nadel. Obwohl doch, es gibt auch welche, die benutzen tatsächlich noch die Nadel. Aber ich denke mal hier so die Griffstücke aus Stahl und die ganzen, wie heißen die nochmal? Ich habe so lange nicht mehr mit Spulmaschine gearbeitet. Was ich damit sagen will, ist, der arbeitet 100% mit Spulmaschine. Das will ich damit sagen. Also gehe ich fest von aus. Sonst hätte der nicht so viel so eine Klopper stehen, womit die ganze Sache wieder steril machen. Das wird dann da... wird da halt reingepackt und dann dauert das, ich glaube, 60 Minuten. Ich kenne mich damit überhaupt nicht mehr aus, aber früher habe ich das tatsächlich auch gemacht. Aber ja, gut, gucken wir weiter. Ruhig sein. Na, ja, so müssen wir nicht. Alter, das ist niemals schlecht. Albtraum, Alter, was ist denn hier hinten mit der Wand? Einfach abgebröckelt. Liegt hier einfach so Steine auf dem Boden und eine Heizung sehe ich gerade. Ja gut, das sieht jetzt hier wieder nicht so toll aus hier hinten. Und da hinten ist irgendwas aufgerissen unter dem Stuhl da, ist das richtig? Aber Flasche schon mal schön eingepackt, wie wir sehen können. Mit anscheinend Desinfektionsmittel. Oder ein Stencil-Spray gewesen, das heißt entweder nicht desinfiziert, wobei es gibt ein Stencil
Kleber, nenne ich das jetzt mal, damit du deine Blaupause übertragen kannst, quasi auf die Haut. Das ist dieses Blaue, was du als erstes drum hast. Ich nenne es immer das Skelett, also die Skizze halt. Kann auch sein, dass er Dentol benutzt hat. Meistens, gerade im Ausland, benutzen die Dentol. Dentol ist Flächendesi, Hautdesi und gleichzeitig ein Klebemittel, um die Tattoos von dem Papier auf deine Haut zu übertragen. Tatsächlich. Also damit habe ich auch mal angefangen. Ey, das macht ihr nicht. An dieser Stelle schreibt jetzt in die Kommentare, wenn es mal einer machen würde, wäre schön, ob das echt ist oder nicht. Hier, bis hierhin erstmal. Also ich sage, das kann nicht echt sein. Ich meine, welcher Mensch da draußen würde sowas tun? Da geht's nicht sicher. Wobei, nehme ich zurück, welcher Mensch würde es da draußen tun? Es gibt genug Bekloppte, die für sowas, ja, beziehungsweise, also die für sowas zustande sind oder bekommen sowas halt, ja, die kriegen sowas hin. Die sagen sich, ach, ist mir egal, was die anderen Leute da draußen von mir denken, scheiß drauf, ich laufe damit rum, Hauptsache ich habe die Knete. Krass, wenn diese wirklich so eine ist, also selbst wenn es permanent Make-up ist, also da stand irgendwas am Anfang drüber, selbst wenn es das ist, dann läufst du damit auf jeden Fall 2-3 Jahre safe damit rum. Und es verblasst nach einer Zeit. Und das kannst du meiner Meinung nach nicht sofort wegmachen. Bedeutet, Alter, das ist übertrieben. Also, ich meine, du läufst da Werbung für jemanden sozusagen und dann auch noch auf der Stirn. Ich meine, wenn es irgendwo anders wäre, okay. Aber auf der Stirn, wo jeder dich angucken wird, jeder wird sagen, was ist sie denn für eine? Oder was ist er für einer, wenn es jetzt ein er wäre? Schon krass. Oder er tätowiert es tatsächlich auch noch alles mit Tattoo-Farbe. Das würde ich natürlich auch mal ganz gerne sehen an dieser Stelle. Ich bin ja, du siehst aber. Er benutzt schon mal, Lautstärke können wir schon mal erkennen, dass er keine Spulmaschine benutzt, sondern tatsächlich irgendwas mit einer Einwegnadel. Guck mal weiter. Sieht schon wieder nach Cheyenne aus. Auf jeden Fall schon mal echt heftig. Also sein Netzgerät ist auf jeden Fall schon mal sehr hoch eingestellt. Der ballert das auf jeden Fall richtig schön rein. Hier hat er vorgezogen, wie wir sehen können. Ganz leicht, nur hauchdünn, zack. So mache ich das auch. Und dann, also wenn du Dinge ausmalst, dann solltest du es auch nur so leicht vorziehen. Und jetzt ballert er das aber ganz schön da rein, du. Alter. Ich glaube, dann ist es aber doch permanent Make-up. Also gerade jetzt auch, weil es eine andere Maschine ist. Ich bin der Meinung, der hätte sonst eine Spulmaschine benutzt. Weil das sieht so oldschool aus. Alter! No. Říkám lidem, když něco vypadne a jdou na vyplnění pigmentu a myslím, že ty asi nedojde, že? Fuck, ich hab's nicht verstanden, aber er hat irgendwas mit Pigment gesagt. Ah, verdammt. Myslím, že dneska na diskotéku nepůjdeš, co? Bude hupot v hlavě pořádnej, tak? S tím, jak datel ty. Kdybys potom chtěla k tomu dodělat ještě www, tak dojdi. To je taky moc. To je v pořádku, to je v pořádku. Akorát bych to čelo tak nekrčil, vidíš? To čelo nekrčil, já vím, no. Alter, ich kann es immer nicht fassen, Mann. Ich mach's, also, das sieht aus, als wäre es echt, Mann. Das ist echt, was da gerade passiert. Das ist wirklich echt. Alter. Was ist los mit dir? Das ist doch nicht dein Ernst! Zatímco Maruška si mě určitě nezapomnutelně vrala do paměti, tak aj nezapomnutelně pod kůži, že? Maruška, máš Facebook, Maruško? No, no. Ty přidáš, jak kámošku. Ještě minutky, obě. Ah, siehste, doch eine Cheyenne-Maschine und gut, und Cheyenne-Griffstück. Aber Leute, guckt euch das jetzt genau wieder an. Wieso hat er das Spray, um das Auftragen von diesem Papier auf die Haut, die Blaupause, sprich, warum hat er da eine Tüte drüber gehabt? Wieso macht er das nicht bei seiner Tattoo-Maschine? Wieso macht er das nicht? Guck mal, das Kabel, Leute, guckt euch das Kabel hier unten an. Hier unten. Oh, warte. Hier unten, da. Unter der Maus.
Es ist nicht eingepackt. Die Maschine ist nicht eingepackt. Warum nicht? Das Griffstück, was er anfasst, ist auch nicht eingepackt. Was soll der Scheiß? Absolut geht gar nicht. Also meiner Meinung nach geht das gar nicht. Weißt du, Flasche eingepackt, aber Tattoo-Maschine nicht, oder was? Was soll das? Die Handschuhe sehen auch aus, als wenn die irgendwie aus dem Klärwerk. Tak, mám pro tebe špatnou zprávu. Cože? O jakou? Ale máš šál! Teď jsme skončili. Jsi blbej. No váši, děkuju. No, poslední hornej. Prosím tě, hlavně vstáli hrozně, hrozně opatrně. Jo, pomaličku. Ale das hat die echt durchgezogen, Alter. Koukni na to, co jsi tam vyvedla. Co já, to ty? Jo, já vlastně, ano. Marie, jak se cítíš? Hele, divně. No to bude dobré. Pomaličku. Hodně pomalu. Je to krásný. Takže 100 000 máš v kapse, na čele máš free one, tak ti ještě tu ruku. Musíte se na nás, zamávají na nás trošku. Ich kann es immer nicht fassen, dass das wirklich passiert ist. Ah, hier hinten sehen wir die Verpackung. Ist auf jeden Fall Cheyenne Nadeln gewesen. Alter. Alter. Und wieder ein perfekter, ja, perfekt gestoppt gerade hier bei dem Video. Das Gesicht. Alter, das ist... Ich bin richtig aus der Fassung gerade schon wieder, dass man sowas macht. Das ist ja fast so, wie jetzt würde ich mir ein Indien-Tattoo hier angucken. So bekloppt, wie die ist. Tomáši, řekni mi, chlapi nebo ženský, kdo víc jako vydrží? No ženský. Ženský, jo tak. 100%. A co říkáš na Marešku nebo Rošku? Já se zdržím veškerých komentářů, já řeknu pouze jedno jediný. A to je to, že já bych to nedal a odvaha to je jako bezesporu. Bezesporu. Marešku, jsi často? Aha. Bude to v Roxy. Tak mějte se pěkně. Taky. Leute, habt ihr gesehen, das wurde nochmal mit Tesa festgemacht. Laut, also wie er es jetzt gerade raufgesetzt hat, bin ich der festen Überzeugung, es war Frischhaltefolie. Ich kann euch sagen, die Klebefolie, also ich nenne sie mal die Haifolie, die ist klar, die ist an manchen Stellen, wo viel Bewegung drin ist, würde ich jetzt Stirn nicht dazu zählen, es sei denn, wenn ihr die Stirn runzelt oder wie auch immer man das nennt, dann ja, aber eigentlich an den Stellen, wo viel Bewegung drin ist, da hält es eher nicht. Bedeutet, er hätte da auch so eine Folie benutzen können, macht das aber nicht, er benutzt wieder eine Frischhaltefolie und meiner Meinung nach kann ein Tattoo unter... Das klingt jetzt wieder komisch, aber kann unter der Frischhaltefolie nicht atmen. Ja, bedeutet, da, wie soll ich das erklären? Also das ist ein Keimfänger, meiner Meinung nach. Ja, das ist wie, als würdest du ein Netz ins Wasser werfen und willst Fische damit fangen. Und die sind definitiv dann in diesem Netz drin. So bloß mit diesen Keimen. Und dass das Tattoo so nicht wirklich richtig, meiner Meinung nach, heilen kann. Ich weiß, sie wird es zu Hause jetzt abmachen. Aber auch das ist ja scheiße. Weil meistens sagen die Tätowierer dann, ja, wenn du zu Hause bist, kannst du das wieder abmachen. Ist auch kacke. Weil die geht damit pennen, dreht sich in der Nacht und hat, weiß ich was, 15 Katzen zu Hause und 30 Meerschweine, die alle frei rumlaufen und sich auch gegenseitig paaren. Und ja, was soll ich da sagen? Kommt irgendwas gegen und dann wächst da ein Meerschwein aus dem Kopf. Was geht denn? Hab ich gemacht? Hau, ja, wir picken hier. Du zapalowacz mi rupale, bitte. Peníze máš? Mám. Ukaž mi, prosím, že se dostala. Ja, jetzt zeigen sie nochmal, dass es hier so nach Motto echt ist. Hier hast du das Geld. Ja gut, nach der Kamera könntest du ausmachen und dann ist weiter. Oh, Mistake of your life. Interview, bla bla. Gut, alles klar. Alter, das sieht sogar abgeheilt aus. Oh Gott, das ist wirklich echt. Ich kann es immer noch nicht fassen. Das hat diese Frau echt getan. Das hat sie einfach getan. Ich bin richtig geflasht, Mann. Wie kann man sowas tun? Die läuft ihr ganzes Leben damit rum. Wegen 5.000, also umgerechnet 5.000 Dollar. Ist doch nicht dein Ernst. An dieser Stelle, Leute, gebt dem Video ein Däumchen nach oben, Glocke aktivieren und abonniert den Channel. Wir machen immer wieder so eine Videos. Eigentlich kann ich sagen, ja, da bin ich jetzt, ja, nee, doch, da
doch, das würde ich jetzt behaupten. Jeden Dienstag gibt es immer ein Reaction-Video und jeden Freitag hoffe ich, dass ich das schaffe. Meistens immer ein Tattoo-Timelapse und ich will eigentlich noch zwischenzeitlich noch einen Vlog mit einbauen oder Informationsvideo. Ne? Ob ich das alles hinkriege, ist so eine Sache, wird sehr schwer. Ich habe viel zu tun, aber ich versuche mein Bestes. Das war's mit dem Video. Bis denne, Antenne!